So, gucken wir noch, was hier drin ist, außer einer kleinen Truppe. Gegner, die uns nichts mehr können. Noch eine Waffe. So, ein Longbow, also noch zwei Waffen auf jeden Fall. Identify erhalte ich mal bei mir. So, dann gucken wir mal, was wir von den Schätzen drüben noch mitnehmen können. Ah, ich weiß was. Das Ding ist echt lahm. Also wir sind mit dem Ding echt lahm. I do not have a spell ready. So, der Warhammer, der sollte auf jeden Fall mit. Und die Axt sollte auch noch mit. Der Buckler ist nicht magic. Die Cap auch nicht gut. Ja, jetzt haben wir wirklich eine ziemlich geile Ausrüstung eigentlich. Hello, my friend. Stay a while and listen. So. Auch das Ding hier identifiziert, ja. Well, what can I do for you? So, Scimitar of Peril. Zweifach Damage to Monster, einfacher Schaden an dich. Oh. Okay. Steelix of Peril. Hammer of Mind. Shield of Protection. Red Ball of Might, Red Ball of Break. Dann wieder wow, verkaufen. What can I do for you? Ja. Und ja, Fireboat starb, der kann weg. So, stell dich mal dahin und wirf da den Heiltrank aus. Ja, ich glaube, die Blacksmith Oils auch erstmal weg. Können wir hier einen Geldhaufen ablegen? Squad of Search, Squad of Flash können beide verkauft werden. Dumm-di-dumm-di-dumm. I sense a soul in search of answers. Ah, so Stuff of Fireball kann weg, Squad of Dash kann weg, Squad of Search kann weg. So, wir können wieder hier rein.
Hier unser Zeug einsacken. Was wir so liegen gelassen haben. So. Und mal gucken, ob wir nichts verpasst haben. Fackler, der nichts wert ist. Da ist unsere alte Cap. Da liegt Leoric. Das heißt, wir können uns jetzt wieder auf den Weg machen und die Katakomben uns sicher machen. Und hier geht's nach unten. So. Die Ebene der Catacombs haben wir schon geklärt. Zweiler geholt. Ja, endlich geht's mit unserem Monk halt auch wirklich auch mal bergauf. Okay, nächste Ebene. Das heißt mehr... Oh, Overlords. Ja, die sind, glaube ich, in unserem letzten Playthrough ziemlich auf der Strecke geblieben. Die möchte gern Diablos. Salvation comes at the cost of wisdom. Ja, wie aus? So, Ball. Auch nicht. Ach, Rune of Fire. Manchmal nicht schlecht. Oh, hier scheint es weiter zu gehen.
scheint es jedenfalls viel zu geben. Gucken wir uns erstmal da oben. Ist auch eine gute Frage, wer hier so hysterisch lacht. Ja, Tag. Oh, hi, Overlords. Aber nicht dran, dass sie eine Falle hat. Okay, das ist auch interessant. Ein Einzelner taucht einfach mal so auf aus dem Nichts. Stimmt dann natürlich auch gleich. Na, trotzdem. Okay. Sobald sie anfangen, halt zu singen, ist es nicht schön. So, mal gucken, was sie alles fallen gelassen haben. Squad of Infravision, das ist praktisch. Und ja, um die Chamber of Bones freizuschalten, müssen wir erstmal das Book of Bones finden. Eine verschlossene Tür. Ein einsamer Boss. I have no room. Okay. Thank you.
gerade in der Falle gesehen, die an uns vorbei ist. So, du bist jetzt auch tot. Okay, hier drin ist nichts mehr sonst. Hier geht es ja auf jeden Fall ein gutes Stück weiter. Ich gucke mich jetzt erstmal da oben. Kann nämlich sein, dass das Book of Bones gleich hier nebenan im Nachbarraum ist. Wenn wir Glück haben. Wobei das nach einem kleinen Raum aussieht. Nee. Aber wir finden Gold. Und eine Potion of Mana. Noch eine Potion of Mana. Ein paar Tote. Und Tatsache, da ist das Book of Bones. Beyond the Hall of Heroes lies the Chamber of Bone. Eternal death awaits any who would seek to steal the treasures secured within this room. So speaks the Lord of Terror. Ja, Chamber of Bone ist jetzt unlocked. Wisst ihr was? Wir sind voll beladen. Oh, Greater Rune of Fire. Die können wir dann wohl eher verkaufen. Ich werde jetzt Zeug verkaufen. Hello, my friend. Stay a while and listen. Well, what can I do for you? So, Mace of Power und Armor of the Evil können weg. Chance zu hitten durch das Amulett. Goldener Hammer, Zurschild, Bogen, Sword of Power und sonst nichts Besonderes gerade. Ja, und den Charge Bolt, den werde ich auch mal los, würde ich sagen. Genauso wie die ganzen Flame Wave Scrolls. I sense a soul in search of answers. So. Potion of Mana kann weg. Charge Bolt Stuff kann weg. Flame Wave. Den behalte ich noch. Bis er mal ganz leer ist, weil was kostet es, den zu rechargen? Nur 177, ja. Könnte ich mir überlegen. Vision. Ah nee, cut back. Firewall, cut back. Greater Fire Wound kann weg. Flame Wave Scroll kann weg. Entfernen kann auch weg. Auch schon noch viel weg. Müsste jetzt alles weg sein. Ja, bis auf zwei Mana Potions. Aber die werde ich aufheben. Und jede Menge Heilzeug. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zum Portal zurück. So, nach hier. Speichern hier. Und dann gibt es erstmal einen Cut. Also, bis gleich.